Wenn ihr den jungen Mann mal unterstützen wollt, viel Fortnite 7, Leute. Unsympathisch TV mit Pietro. Der Song ist auch geil von Justin Bieber, Alter. Feier ich mega, Mann. Cooler Song. Ich habe Pietro getroffen vorgestern bei der Zaubershow. Unsympathisch TV. Ich habe den getroffen bei der Zaubershow. Der kennt mich ja auch noch. Ich habe ja mit dem damals 2 gegen 2 FIFA gespielt. Gegen Kolle und Farid. Das war auf jeden Fall richtig lustig gewesen. Hat echt Bock gemacht. Kolle und Farid sei schon gegen Kolle und Flaggo. Das war schon geil, Mann. So unsympathisch TV. Wo ist denn das? Hat der ein Video mit dem hochgeladen? Rolex AMG 15.000. Hä, was? Meint ihr das? Boah, Digga, seine Videos krank, Mann. Wie viele Klicks die machen bei Sascha. Heftig, Mann. Ich habe mit Sascha auch privat ein bisschen Kontakt, aber jetzt auch nicht so viel. Jeden Sonntag 18 Uhr. Digga, der muss keine Thumbnails machen. Guckt euch mal seine Thumbnails an, Alter. Zu geil, ey. Gucken wir uns das mal an. Grüßt euch, ich kann... Diese Videos mit Pietro sind immer zu lustig, Alter. Krank, Mann. Auch diese Bewertung, Mann. Geil, ich feier Sascha, Mann. Der ist echt top im Schneiden, Mann. Er schneidet die so gute Videos, muss man wirklich sagen. Du kannst nicht glauben, heute spielen wir was zum dritten Mal. Und ich habe mal wieder einen Gegner, der für diese Challenge Spiel gemacht ist. Und zwar... Ich muss mich konzentrieren. Leute, ihr seht's, ich habe mich mit Pietro wieder hier in Köln zusammen gebunden, ne? Und wir spielen heute in der Partie Umschreiben gegeneinander. Barsch, gehen wir ganz kurz hier. Nein! Umschreiben funktioniert so! Stellt euch vor! Bundesliga, 15:30 Uhr. Schießt ein Tor! So, Pietro, danke, dass du dann zum ersten Mal auf meinem Kanal das Beispiel genannt hast. Ich denke mal, jetzt hat's jeder spätestens verstanden. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Barsch, bitte. Barsch! Es ist eigentlich. Ich versuch auch mal zu Hause mitzuspielen, okay, Leute? Ich versuch's. Okay, ich versuche mitzuraten. Okay, also, man muss das Wort entdecken. Okay, so, seid ihr bereit, Leute? Versucht zu Hause mitzumachen. Ihr müsst nicht mitschreiben, versucht einfach mal mitzumachen. Okay, so, 3, 2, 1, let's go. Bitte. Warte! Es ist eine Stadt, Köln, die in der Nähe von Köln liegt. Düsseldorf. Essen. Und es grenzt an Schalke, einer, der Dinge schnell verschwinden lassen kann. Magier! Ja! Ja, Mani! Ja, Mani! Es ist auf deinem Gesicht meistens... Tattoo! Ja! 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 Ich merke, dass ich da bin. Wenn du, du bist von einer giftigen Schlange gebissen... Gift! Krank aus! Und bist Infekt! Virusinfekt! Bakterieninfekt! Was brauchst du bis zu... Gift! Ja! Digga, wie kommen die so schnell drauf? Junge, heute ist der Tag, wo du endlich stolz auf mich sein kannst. Geil! Einer, der in einer Firma was zu sagen hat. Chef! Geschäftsführer! CEO! Vorgesetzter! Ja! Und warte ganz kurz. Ich hab's zuerst gesagt. CEO, das ist ja der Chef, der Gründer, sag ich mal. Ich hab's zuerst gesagt. Vorgesetzter! CEO! Ja! Der Grillepeter weiß Bescheid. Kurz. CEO ist echt wieder... Alla, ich bin Team Sascha. Was? Warum? Ah, Bruder! Wenn du diesen Punkt annimmst, CEO. Ja, natürlich. Okay. Wenn einer einen Witz macht, dann kriegt man meistens... Wenn man Applaus! Nein, man findet es witzig, dann kriegt man... Lachkrampf! Sympathie! Lachkrampf! Das jugendliche Wort davon. Was? Von der Lachkrampf! Nein! Warum alles auf Englisch? Wenn wir schon beim Thema sind, Pietro, du hast eine neue Single draußen bei der Donner. Wollen wir mal gemeinsam reinhören? Ja. Grüne Augen, girl. Du gehst an den Strand und findest ein Strand. Bitch, Schlampe. Dresscode, Spaceship, Facelift. Was denn? Schrägschiff, Sonnenschiff. Frauen. Liegestuhl, Strand, Liegestuhl. Bei der ersten Folge habe ich Hocker gesagt und er hat mir Barhocker geklaut. Sitzgelegenheit, das ist ein Hocker. Barhocker. Genau. Mann! Ich habe Labyrinth gesagt, er hat mir Spiegellabyrinth geklaut. Ja, aber Labyrinth, so, scheiß auf den Spiegel. Dann habe ich Sand gesagt und er sagt Sandkorn. Und das nennst du Fairness? Ja! Es passiert was und daraufhin passieren mehrere Sachen. Was ist das? Der Schicksal. Wiederholungstäter. Wie nennt man das nochmal? Revanche. Es passiert was? Kettenreaktion. Wiederholungstäter, jetzt mal ohne Spaß, war gar nicht mal so schlecht. Wenn du mit deinen Kindern in ein Theater gehst, kannst du auch, was kann man da sehen? In ein Theater. Ein Theaterstück. Man steckt die Dinger in die Hand. Welche Handpuppe? Ah, ich weiß, was du meinst! Pantomime! Puppentheater! Puppenspiel! Ja! Ja! Simon! Ein einer, der viel Macht hat aus dem asiatischen Raum. Kim Jong-chung! Who the f*** ist Kim Jong-jung, Alter? Willkommen zu Hause. Etwas, wovon man Strom gewinnt. Generator! Stromgenerator! Stromkasten! Stromkasten! Kraftwerk!
Richtig! Ja! Sascha! Kraftwerk! Merkst du, wie klug ich bin? Willkommen! Ein Nahrungsmittel? Nahrungsergänzungsmittel? Nein, womit man einen beleidigt, dass er unhygienisch ist. Du Schwein! Es kommt noch ein Körper da hinten dran. Stinkfüße! Stinkfuß! Schwanz! Nein, nein. Was? Nahrung, eine Nahrung kommt da noch dran! Stink? Auch mit Körperteilen! Käsefuß! Käsefuß! Ja. Aha! Mann, ich hab's gleichzeitig gesagt! Freunde, das war Umschreiben gegen Pietro. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, gerne ein Abo da lassen. Wie gesagt, Pietro seinen Song, wir hören nochmal rein. Ist das behindert, Alter, ey. Egal, was lachig ist. Ja, Leute, ich kann mich nicht konzentrieren, es ist schon so spät und Mann, ey. Die haben mir in den Kopf geredet, ey. Mann, doch, egal, was lachig.